Hallo Leute, hier ist Memo67. Heute gibt es ein neues Video von mir. Und zwar heute werde ich eine Filmvorstellung machen. Und heute stelle ich euch den Film Rabne Banadi Jodi, ein göttliches Paar mit Shahrukh Khan und Anushka Sharma. Was geht bei ein göttliches Paar? Also was geht in dem Film? Es geht um Surinder Sani und wie hieß sie nochmal? Tani, genau. Und zwar, Suri ist eine alte Schüler von Tanis Vater. Und Tanis Vater lädt Surinder zu Tanis Hochzeit. Und wo Surinder dahin geht, also wo er ins Hochzeit geht, verliebt er in Tani. Und ja, die werden, also der verliebt sich in Tani. Und danach, so nach einer halbe Stunde später, erfährt Tani, dass ihr zukünftiger Ehemann gestorben ist, als er zu Hause, also als er Tani abholen will, stirbt er. Danach wird auch Tanis Vater krank und Tanis Vater wünscht von Suri, dass er Tani heiraten soll. Genau das, wie auch der von Tani wünscht. Danach heiraten die beiden, aber Tani kann Suri nicht lieben. Und so beginnt die Geschichte von Surinder und Tani. Danach erfährt Tani, dass in der Stadt eine Tanzkurs wird und der Tanz. Die liebt zu tanzen und meldet sich bei dieser Tanz an. Und Surinder will Tani Überraschung machen und meldet sich auch an. Aber er verkleidet sich in einem anderen und nennt sich Raj. Und so verliebt Tani sich in Raj, aber der weiß ja nicht, dass er die gleiche Person, also Suri, ist. Und so beginnt die Geschichte von Raj und Tani. So lese ich euch den Filmbeschreibung. Eine mitreißende Mischung aus Cinderella und Saturday Night Fever und dabei Bollywood auf höchstem Niveau. Mit viel Romantik, Humor und schwelgerischen Tanzszenen und vor allem Shahrukh Khan. Von Aditya Chopra, dem Regisseur von Dilwale Dulhania Le Jayenge, wird zuerst konkret die Braut. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als der einfache Angestellte Surinder Tani begegnet, ist er hin und weg. In Illusionen macht er sich aber keine. Sie ist ja ungleich jünger, lebhafter und außerdem verlobt. Als jedoch die Hochzeitsgesellschaft samt Bräutigam verunglückt, ringt ihr Vater ihm ein Versprechen ab. Surinder soll sich von nun an um Tani kümmern. Der schüchterne Junggeselle nimmt Tani zu seiner Frau, doch kann er keine Lebenslust in ihr wecken. Er beschließt, ihretwillen eine neue Identität anzunehmen und wird zu Raj, ihrem hippen, witzigen Tanzpartner, also Raj. Ja, Leute, Ein göttliches Paar ist echt ein genialer Film. Ich würde euch wirklich empfehlen, den Film zu gucken, der noch nicht geguckt hat, also auf jeden Fall gucken. Also wer neu bei Bollywood eingestiegen ist oder will, kann ich empfehlen, den Film mit dem, also mit Ein göttliches Paar könnt ihr den Film anfangen zu Bollywood zu gucken. Also keine Ahnung, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen tut mir leid, ich rede manchmal so Unsinn. Ja, das und ich zeige euch einmal so hinten, wie das ist. So hier, Danze P, den Tiny bringt Raj zu tanzen. Hier kommt Raj zum ersten Mal ins Ta der Tanzkurs. Und hier singt Surinder Holle Holle und tanzt dabei. Ist auch ein schönes Lied. Oder nein, doch. Nein, das ist bei Dings, Danze P. Genau, bei Danze P ist das. Das ist nicht Holle Holle, das ist Danze P Chance, wo der übt zu Hause. Ja.
Ein göttliches Paar, Nibbana, die Judy, kann ich euch wirklich empfehlen zu gucken. Ja, das war's von mir heute, Leute. Und ich würde für mich ein Like und für ein Abo riesig freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.